40. Further streak so far, ich glaube 46 oder so. Irgendwie sowas in dem Dreh. Okay, das ist der Elektro-Guy. Double Battle. Inverse gegen Elektro-Guy. Das heißt, Flying und Electric ist effektiv. Oh Gott. Ich habe weder Flying noch Electric. Wait, Doubles, right? Ich guck nochmal. Ja, okay. Weil die üblichen Verdächtigen. Maybe nicht Snivy, weil Snivy ist weak gegen Electric jetzt. Wait, nur drei? Oh, well. Auf geht's. Ja, Steel auch, I know, aber... auch hier ist EQ nicht der Way. Gegen Steel kann ich wenigstens Rock sliden. Und I guess gegen Electric neutral. Okay, wir haben Double Electric. Das Gute ist Squirtle resisted Electric jetzt. Electric, Rock and Bug. Das bin ich. Electric and Ice, okay. Das heißt auch, oh, das ist so eklig. Das ist auch dann Rock resistant. Und ich werde intimidated. Warum muss ich hier Inverse kriegen? Wall Switch, das ist richtig gut, weil, also für ihn, weil er jetzt nochmal intimidaten kann gleich. Boah, das ist so disgusting. Aber das ist normal fighting, das ist Rock Week. Oh my god. No! Nein, das machst du nicht. Oh mein Gott! Das ist un... Oh. Quick Claw, fuck off. Oh, das ist so outrageous. Oh, das ist so lucky. Nochmal gut gegangen. Jetzt muss ich nur das Shinx klein kriegen und habe ich gewonnen. Und ich glaube nicht, dass Shinx meine beiden Pokémon tot kriegt. Alleine. Alter! Okay, gut.
Single, Camo, Inverse, No Dynamax, 4 Pokémon. Inverse. Ich hasse 4 Pokémon Singles. Vielleicht die unangenehmste Zahl für Singles, weil 1 und 2 ist eben worse, I guess. Ah, ich hätte vielleicht nicht. Ah, fuck, ich hätte vielleicht nicht Ponyard mitnehmen sollen in Inverse. Wooper, okay, das ist okay für mich. Normal and Water. Normal Water. Und die Normal ist wahrscheinlich Yawn. Ich will keiner Stealth rocken, aber. Ah, ich mach's, whatever. Was soll er machen? Yawnen? Ja, yawnen. Kann das eigentlich nicht durchlassen, oder? Kann ich mir schon irgendwie nicht erlauben. Sleep is so cancer annoying. Oh, burn me. Please burn me. For fuck's sake! Ach, das ist normal. Fuck. Ja, ich knock das mal. Give your light down. Yawn. Zum Glück hat er keinen Hazard draußen. Das kann ich mit Pornin einfach killen. Es sei denn, eine Double Yawn, das wäre wild. Oh, jetzt kommt der Burn, pass auf. Ja, Hurenspiel. Oh mein Gott, du kleine Kant. Flinch that bitch. Flinch it. Weil ich gejaunt wurde. Ich will nicht gejaunt werden. Ich will nicht schlafen. Außerdem, was soll ich machen? Er resisted fighting. Wie oft muss ich dich Ironheaden, dass du fuck. Okay, wie cool. Einfach killen mit Abra, ne? Ja. Alles okay. Ich hab Hazards, er nicht. Fire normal. Verpiss dich, Sentret. Kleiner Shitlord. Fuck, Dual Chop. Das ist Grass Normal, right? Grass Normal. Oh, shit. Das ist gar nicht gut. Weil ich Dwebble nicht setupen kann an dem.
Warum müssen die alle Normal Secondary haben, dass Timber useless wird? Das ist so cringe. Oh Gott. Over. Wenn der mich jetzt... Stopp! Du kannst auch mal weniger als... Digga, das ist so obnoxious. Ich habe heute noch keinen Multi-Hit-Move gesehen, der weniger als viermal getroffen hat. Das ist so giga-cringe. Ja, eigentlich muss ich Shell smashen, trotzdem. Wait, maybe bin ich... Bin ich nicht maybe faster als das Vieh? Ist Fomantis nicht gigaslow? Oh, hell yeah. Fuck off, du kleine Bitch. Das hätte ich davor machen sollen. Ground Steel. Oh, you better believe it. Ich habe mich schon im Gras, im Grab gesehen. Im Gras auch, Alter. Ins Gras beißt ich gleich, wenn das hier so weitergeht. Holy fuck. Double Battle. Camo, Inverse, Dynamax, volles Programm. Ah, fuck me, das ist jetzt super effective, right? Boah, dieser Secondary Normal Type. Zum Glück hat es überlebt, das war huge actually. Das Litten ist. Was ist das? Fighting? Fighting Ghost? Ich überlege, ich selber maxen soll mit Timber, actually. Na. Ist fein. Oh, please don't flinch me. Oh God. Come on.
pathetic. Good. Huge. Ah, fuck. Das könnte kill werden. Ja. Scheiße. Ah, fuck. Alright, nice. Okay. Single, Camo, no inverse, no Dynamax, 6 Pokémon. Fuck, das ist echt schon ein Problem. Ah, scheiße, das war nicht der Play. Oh, no. Fighting Electric. Ich kann trotzdem einfach Drabble setupen, I guess. Ja, Drabble macht das schon.
Oh, fuck my life. Ah, that's okay though, that's okay. Den Move kann das Vieh übrigens nur in Let's Go. Und es darf ihn hier haben. Ganz frech. Aber I guess mein Follow Me Squirtle ist auch normalerweise ein Event, so. Hm? Ja, tu. Alright. Boah. Ist nochmal gut gegangen. Als ich die Sticky Webs nicht wegbekommen habe, habe ich kurz Schiss gehabt. Boah, die letzten 10, Alter, immer giga spannend. Doubles. Camo, Inverse, 6 Pokémon. Gold King mit Vicious Rant, true, das geht auch, das gibt's auch noch. Da wollte jemand unbedingt Gold King Moveset enhancen. Also, Inverse. Fire Ground, Rock Grass. Das ist actually relativ. Ja, weil das wird ein Rock Slide nachher. Hoffentlich killt das Shiggy nicht. Das wäre nicht gut. Ich glaube, das lebt. Holy fuck, Shiggy, du bist so eine Maschine. Shiggy lebt so oft so close und das ist so huge. Ah nee, das ist ein. Das ist wieder so ein Grassy Glide User. Kein Grassy Glide. Oh Gott. Ah, falsches Pokémon gemisst. Aber hey, ich beschwer mich nicht. Ist keine gute Range, die er mich da gebracht hat. Weil ich nicht wieder Full Health bin. Ice and Water.
Toll. Squirtle hat noch einen Rock Slide gedodged. Wild. Okay, das ist gut. Weil ich jetzt wieder voll bin. Ground und Rock. Wunderschön. Ah fuck, Earthquake ist weak gerade. Mach ich lieber Rock Slide. Earthquake ist im Grasfeld 50% schwächer. Das miss ich auch mal. Oh, jetzt miss ich mal Double Rock Slide. Scheiße. Revenge. Das verliere ich aber nicht mehr. Sehe ich mich nicht verlieren. Jetzt kann ich quaken. Ordentlich lebt. Hätte ich mir gedacht, dass Aqua jetten sollen. Nice. Fünfundvierzig. Doubles, Camo, No Inverse, Dynamax, vier Pokémon. Ich hoffe, das hat kein Heatwave. Normal Fire und Flying Fairy. Das könnte Pranks Dichotomy sein. Das ist ein, like, ein legit Support in Doubles. Sieht nicht nach Pranks aus. Wobei Follow Me könnte. Oh doch, das ist Prankster. Tailwind, das ist nicht so geil. Oh, und es ist Heatwave. Jetzt kommen hier die legiten Double-Strats oder was? Oh Gott. Ja, will ich Double-Shell smashen? Nee, ich glaube, ich will einfach Rock Sliden hier. Follow me Rock Slide. Er kriegt Rebel nur tot, wenn er Double Spread Move hat. Thank you.
Rebel war sogar schneller als Courtney. Water normal, Grass normal. Ich glaube, ich kill einfach das Chikorita mit Exzessor. Ja, oder war das Maxen? Why not? Ich hätte Rock gehen sollen, um Sash zu brechen, wenn ich schon Max. Ah, whatever. Ist like unthrowbar das Game. Another one. Ich habe noch nie den Goldkampf gesehen. Don't tell me about it if you know. Double Battle, Camo. No Dynamax. Wait, Inverse yes or no? Doubles, Camo, no Inverse. Ah, ich glaube 46 ist mein Rekord, aber ich bin mir unsicher. Ich bin auf jeden Fall auf einem sehr, sehr stabilen Run gerade. Und hoffe, die 50 zu erreichen. Okay, no... Das ist natürlich gefährlich für Squirtle jetzt. Aber hilft nichts. Growth. Okay. Growth und Spikes. Okay. Das ist super entspannt eigentlich. Guck mal, Exzessor. Bisschen Single Target hier. Weil der andere wird eh nochmal Spikes legen, glaube ich. Jawohl. Die kann ich so, wenn ich will, sogar noch Turbo drehen. Flying Dark. Das ist jetzt ein Rock Slide. Dritte Layer Spikes. Round und Dark. Ich kill das Chespin. Ich glaube, das hat Bullet Seed. Ich habe keinen Bock, dass es mein Squirtle zerlegt. Okay. Das können wir auch easy one turn jetzt. Normal ground. Whatever.
Double. No Inverse, no Camo. Dynamax. 5 Pokémon. Richtige Mon gefake-outet. Und der Chip auf mir ist gar nicht nice. Und das könnte Sleep Powder haben, das Execute. Oh mein Gott. Das war gerade einfach. Ach. Oh, oh, ich kotze, Alter. Das war gerade einfach so ein richtiger VGC Turn 1, Alter. Fake-out Sleep Powder. Alter. Ich krieg Giga-Flashbacks. Das ist ja so disgusting. Fuck, Alter. Richtig gut gemacht. Die KI. What the fuck? Das ist überhaupt nicht gut für mich. Alter, jetzt hat er mich bei den Eiern. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ich glaube, es hilft nur drin bleiben. Trotzdem mein Setup versuchen. Ja, der macht jetzt erstmal so einen Scheiß, nämlich. Wenn jetzt Rebel auch Sleep Powder, dann Suizid, Alter. Sub. Der zweite Sleep Turn. Ja, whatever. Es ist legit whatever, though. Auf Dwebel at this point. Das killt mich, no? Oh, yikes. Oh, fuck. Das ist horrible. Jo, was geht, Endboard? This is not good. Ich hoffe, dass es aufwacht, so Peach zu killen. Soll ich? Ah, es ist Lightscreen draußen. Kann ich eigentlich auch. I don't know. Super eklig. Ich hätte einen physischen Angriff herausschicken sollen, by the way. Ich habe in dem Moment nicht an Lightscreen gedacht. Da ist der Sub wieder. Sub Berry Juice. Ich kotze bei diesem fucking Execute. Weil das ist wenigstens ein easy Dazzling Game. Shiggy ist so worthless though gegen Execute. Das ist disgusting. Ich glaube, ich wechsle Snivy ein, falls es das wieder einschläfern will. Oh, apropos einschläfern. Was ist, wenn wir das Maxen einfach Fairy Terrain holen? Uns liegt ja nichts mehr. Das ist dead, right? Trotz Lightscreen. Yes. Nice, neuer Effekt und Snivy. Problem ist, wenn ich Mindstorm gehe, mache ich wieder das Terrain weg. Ja, lass einfach Starfall gehen. Maybe hätte ich das Substitute Starfallen sollen, actually, weil Abra schneller ist.
Weil at least ist Psyduck safe dead jetzt und Execute macht anyway nicht viel. Wenn es nicht sleepen kann. Was will das machen? Giga Drain? Psychic. Wie macht das? Ohne Stab? Oh, zu viel. What the fuck? Das ist doch winnable. Synthese. Wait, will ich Synthese machen? Oder will ich einfach Slack off killen? Wen target ich hier? Ich glaube, ich breche den Sub und kill Slack off. Mit Leafstorm. Ist fein. Sash. So, das Slack of pennt jetzt erstmal eine Runde. Wait. Oh, es ist... Es hat es, Stab. Ich bin so dumm. Ich weiß, for some reason habe ich vorhin im Kopf gehabt, dass Execute, Monograss ist wegen Kamomons, aber es ist gar kein Kamomon an. I don't know, was da los war. It's fine, though. Mach ich das hier? For fuck's sake. Slack off pen, right? Ja, Slack off müsste jetzt pennen. Das ist gut. Yep. Okay, das ist gewonnen. Hell yeah. Oh, krasse Fights. Doubles, Camo, No Inverse, Dynamax, zwei Pokémon. Oh boy, let's go Squirtle Dwebble. You got this. Lasst euch nicht verarschen. Tubitu ist so scary, aber ich glaube gegen die beiden sollte das kein Problem sein. Ja, das sieht gut aus. Squirtle steht wahrscheinlich den Turn. Aber ist fein. Ist honestly fein. Weil ich habe ja immer noch mein Berry Juice und mein Sturdy. Oh, Squirtle, du bist so eine Maschine. My God. Steckt er das einfach weg ohne Evolite? What the fuck?
Okay. Vorletzter Kampf. Alter, es ist 3:30. What the fuck happened to the time? Okay. Holy shit. Ich schwör, als ich vorhin auf die Uhr geschaut habe, war es irgendwie 0 Uhr oder so. Doubles. Inverse. 4 Pokémon. Inverse. Wenn mich bei 49 der Inverse Battle killt, bin ich richtig sad. Inverse. Okay, maxed Anorith. Huge. Okay, wie spiele ich das jetzt? Wait, warum hat Seawaddle... wie heißt das nochmal? Dass man kein Wetter-Damage nehmen kann als Ability? Ich kann auch Aqua Jet Earthquake machen. Wetterfest, so genau so heißt das. Ja, okay. Boah, das hat richtig wenig gemacht auf Anorith. Aber ich habe meinen Berry Juice noch. Okay, der scheint nichts Besseres gegen Gravel zu haben. Stimmt, Partikelschutz war der neue Name, ja. Ich schmeiß Snivy rein, weil ich würde ganz gerne, dass der Sand weg ist, bevor Abra reinkommt. Inverse. Das ist nicht so ein geiles Inverse-Szenario für mich, to be honest. Ah, for fuck's sake, das Anorith ist so disgusting. No, Snivy, du kannst doch jetzt nicht... Wenigstens hat Slowpoke geflincht. Anorith muss weg. Yes. Okay, it's fine, it's fine, it's völlig fine. Oh!
Oh, stimmt. Snivy hat einen Speedboost bekommen durch Max Strike. Deswegen war es gerade am schnellsten. Wegen Contrary. Ich merke jetzt Snivy. Auf geht's. Maybe sollte ich erst Slowpoke killen, though, right? Schon ein größerer Threat irgendwie. Rock Slide ist einfach. Die Trailer waren in Ordnung. Ich fand schön, wie sie die Musik remixed haben. Ist echt gut geworden in der Hinsicht. Okay, es sieht gewonnen aus, guys. Ist sehr hyped. Von Hype kann nicht die Rede sein, aber ich freue mich. Um von Hype zu reden, wird dann doch ein bisschen wenig geboten. Oh, ich hab Bock. Okay, Leute. Goldfight. Auf geht's. Gold hat immer die gleichen Rules und wir werden sie jetzt gleich kennenlernen. Boah, das wäre so geil, wenn es das jetzt wäre, ne? Einfach langsam spielen, nicht choken. Und wenn ich verliere, habe ich trotzdem Infos gesammelt. Doubles, okay? Camo. Inverse. Dynamax. Okay, volles Programm. Und 6 Pokémon. Ja, auf geht's, ab geht's. Vielen Dank, Nefire. Du bist Natsumi, oder? Das ist Name Change. Okay, nicht Inverse verhauen, though. Okay. Das sieht mir nach einem extrem guten... Oh, der könnte Trick Roomen mit dem... Don't overthink, whatever, go for it. Ich kann nicht einfach nicht Shell Smash. Oh, okay. Well, whatever. Ist fein. Mhm. Reflect, das ist nicht so geil, aber. Ich mach mal. Aber trotzdem, follow me. Das Bronzor ist Quad Weak gegen Rock Slide. Well, Young Goose ist dead, das ist viel wert. Wait, ist das Ground Steel oder Rock Steel? Das ist Ground Rock. Ah, es ist Rocksteel, dann ist es nicht Times 4. Ja, dann verstehe ich das. Ja, komm, einfach weiter Rocksliden. Das sind ja alles richtige Rockslide-Opfer. Reflect sagt, aber ich kann jetzt nicht nochmal Shell Smash, das ist zu risky. Weil die wahrscheinlich alle Earthquaken wollen. No! No, das kannst du doch nicht machen! Boah, Alter! Okay, eine volle Missrunde und... Okay. Ich Rapid Spinne.
Yes! Und ich krieg die Steine jetzt weg. Yes! Wunderschön. Oh, das sieht so gut aus, Freunde. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. No. Okay, das ist eine Kreuzschere. Ich wollte erstmal die Typings abwarten. Fire and Rock. Fairy and Normal. Das Togepi hat wahrscheinlich Spotlight. Ich mache auch mein eigenes Spotlight und ich mache Accessor auf Togepi. Okay, Max Darumaka. Das ist okay, I think. Macht der Spotlight? Ja. Ey, du kriegst mich nicht klein in Doubles. Oh wow, das lebt. Okay. Rock. Fire. Okay. Das ist ein Abra. Das ist Abra-Time. Oh, is it? Das Togepi weg zu Prion ist auch eine gute Idee. Weil Abra ist nicht schneller als Dwebble jetzt. Ich glaube, ich Prio das Togepi weg mit Mach Punch. Ich glaube, ich Max für Flutterby. Ja, auf geht's. Mark Punch killt das davor. Deswegen die Prio, by the way. Das sollte sterben. Sein ist es gesaved, I guess. Aber ich habe auch mein Sturdy noch. Hell yeah. Hell yeah. Mmm, the sweet taste of victory. Mmm, Fairy and Bug. Fairy and Bug? Lol, Mug Punch. Lol, Mug Punch. Wow, okay, ist das nicht... Okay. Dann darf Dwebble finishen. Dann darf Dwebble yet another kill machen. Hell yeah! Abra war eine gute Edition, by the way. Abra hat mir viel besser gefallen als Snubbull. Abra hat ein paar gute Momente gehabt. Aber die beiden, die hier jetzt am Start sind, ne? Timber und Dwebble und natürlich Shiggy. Shiggy der Tank, Alter. Muss man respekten. Sauschönes Team. Hat richtig Bock gemacht, Alter. Little Cup 50 Wins. Auf geht's. Damit haben wir alle Golds in diesem Spiel. Und damit bin ich auch erstmal mit Unbound. Ja, fürs Erste fertig, würde ich sagen. Die werden das noch updaten. Die werden noch mehr Battle Facilities reinpatchen. Und you can bet your ass, dass ich die auch spielen werde. Boah, absolut geil. Das hat richtig Bock gemacht. Und fuck Inverse. Das ist so annoying, Alter. Das ist so overused. Aber es hat richtig Bock gemacht. Echt geile Kampfzone. Am schwersten war auf jeden Fall Circus mit Abstand. Dann kommt lang nichts. Dann kommt das hier. Dann kommt Sands und dann kommt Tower. Tower war piss easy. Ich glaube, Tower habe ich irgendwie zweiten oder dritten Versuch gemacht. Anyway. Das war geil. Das war auch ein richtig schöner Run gerade, ne? Also, die letzten 10 Battles waren gigaspannend, right? Das war ultra nice. Jetzt gucken wir uns noch einmal unsere Karte an. Wenn ich sie dann finde und nicht blind bin. Frontier Card. Hell yeah. Tower ist einfach reguläre Battles ohne Gimmicks. Und die Koryphäe ist die Original-Koryphäe aus Diamond Pearl Platin. Und der hat einen Regigigas, aber mit Ability. So, ja. Yeah. Ja, du kannst halt weniger gebullshittet werden in Tower, right?
Boah, das war richtig geil. Also, boah, ich weiß nicht, Kampfzone ist es einfach. Das macht mir so viel Spaß. Und die Satisfaction, wenn man es dann gemacht hat, also wenn man den Gold erreicht hat und hohe Streaks generell, ist es einfach satisfying ohne Ende. Satisfying ist übrigens das Wort, mein Gott. Boah, danke dir, Baylor, für deinen Resub. Life going uphill after long down phase? Hell yeah, das hört man doch gerne. Ja, aber weißt du, was jetzt auch down geht? Mein Stream, ich bin nämlich fertig heute. Vielen Dank, though, für den Resub. Und ja, Unbound ist jetzt erstmal, wie gesagt, pausiert, bis da irgendwie Updates kommen oder bis ich den Drang verspüre, da irgendwas anderes zu machen. Und ich bin noch mit einem... Ich glaube, es kommt bald, also jetzt kommt sehr bald irgendwas Nuzlocke-mäßiges. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Und ja. Schauen wir mal. Man sieht sich auf jeden Fall die Tage. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und ja, goodbye. Danke, dass ihr da wart gerade. Das war auf jeden Fall ein geiles Finale für die Battlefront hier. Goodbye. So fucking worth it, nur dafür. So geil.